war mir schon klar, für was er da ist. Der geht jeden Tag klauen, der kokst wie ein Tier und er nimmt Schore und ballert und er ist Wahnsinn. Das ist auch der Wahnsinn auf zwei Beinen, der Typ. So, der macht jeden Tag kriminell, den ganzen Tag, nichts anderes als kriminell sein. Und scheißegal, ob das Leute sehen oder nicht. So ungefähr, der ist immer voll auf Sinn und der ist so bescheuert wie ich. Im Grunde, ne? Halt irgendwie trotzdem sehr sympathisch, obwohl er so auch so ein Vollassi ist eigentlich, sehr sympathisch dabei und den mochte ich halt irgendwie gerne so. Schon, wir haben dann schon geredet, wir haben dann ja auch monatelang auf einer Zelle gelegen, kurz später, aber so am Anfang, Koks halt, ja, die Drogen sind wieder schuld, ne? Das ist das Fazit so. Wenn er nicht koks und keine Schore ballert und so, nicht koks ballert, dann geht er auch nicht klauen im Normalfall. Dann geht er arbeiten. Aber der kann auch nicht, nur das eine oder das andere. Der hat irgendwas mit Maschinenbau oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also der hat auf jeden Fall seine Ausbildung und ich glaube aber auch im Knast gemacht. Kommt ja aus Süddeutschland, ist er ja später auch wieder zurück dann. Einen guten Bekannten, wo ich weiß, das funktioniert auch mit viele hundert Euro oder viele hundert D-Mark damals noch. Das funktioniert blind, wenn er mir sagt, das passiert dann und obwohl er so süchtig ist und alles in Drogen umsetzt eigentlich. Das war immer 100%. Keiner von uns hat sich jemals über den anderen geärgert. Das ist immer alles korrekt gelaufen. Und auch im, ja, mit mehr Geld halt. Wie gesagt, wir fahren uns mal mit 1500 Mark aus vormittags, damit sie ihren Dealer bezahlen können, damit sie einen neuen Kombi für den Tag kriegen. Die nächsten 100 Gramm Koks, wovon sie sich 30 selber reinjagen oder 20 durch die Pfeife und in die Arme. Und der Rest wird in Kleinmengen verkauft. Ja, und da das eigentlich von seinem Bekannten, also dem anderen Russen, Georgs Business war schon klar, der muss laufen auch zwischendurch. Ne? Der Koks so viel, der muss das bezahlen. Der muss das auch bei ihm bezahlen. Die verstehen sich zwar Bombe, aber irgendwann im Tausender hört die Freundschaft auf. Also ich kann dir nicht jeden Tag einen Tausender in die Arme jagen und du bezahlst es nicht. Oder lass es 300, 500 Konsum sein, ne, D-Mark zu der Zeit. Das ist aber immer noch eine gewaltige Menge. Dafür musst du klauen gehen oder rauben gehen oder sonst was. Das schaffst du sonst nicht. Wie willst du das bezahlen? Und dafür arbeiten kannst du in so einem Zustand nicht mehr. Und willst ihn halt auch die ganze Zeit halten, kenne ich ja von mir. Also, so ein Getriebener irgendwie. Und sein Kopf steht nicht still. Ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der so viel Zucker verbraucht hat wie Arthur. Jede Woche 2-3 Kilo Zucker in Tee und so dick Nutella und Erdnussbutter. Und dann Tee, wo echt die Tasse halb voll ist mit Zucker. Nur der starke schwarze Tee drauf gegossen wird. Und so schlank. So schlank. Er verbrennt ohne Ende. Er hat immer Kopfkino, der Typ. Der wird nicht fett. Oder hätte nie fett werden können. Ja, auf jeden Fall wusste ich dann, Arthur liegt oben auf Station 4. Dann war das schon mal meine bevorzugte Station, wenn sie mich verlegen. Und so habe ich dann halt auch. Der aus Friese unten hat ein bisschen für mich geschoben, Arthur hat oben mit dem Beamten gequatscht, der ist ruhig und so, der macht nichts und so. Und ja, lasst ihn mal auf unseren Flur. Und so bin ich dann ja, kurz 2, 3, 4 Tage vor Weihnachten vermutlich irgendwie, also Weihnachten war ich schon oben, das weiß ich, bin ich dann oben auf die Station verlegt worden. Zuerst auf der rechten, also wenn du reinkommst auf die Station, rechte Seite, 2 Zellen vor der Dusche, irgendwie so eine Doppelzelle hier. Alles Doppelzellen. Nur die letzten beiden auf den Flurenden waren große Zellen, die waren breiter wie die anderen. Da stand ein Bett links und ein Bett rechts und in der anderen gegenüber genauso. Kein Doppelstockbett wie in den anderen Etagen. Wir haben uns gegenüber gesessen, immer. Und nichts, du musst nicht so gebückt sitzen in dem Etagenbett unten, wenn du dich unten reinsetzen willst. Du kannst aufrecht sitzen halt. Ne? War eine gute Zelle, also war eine sehr gemütliche Zelle. Teppich, Kantinen, Pflanzen. War schlechte Poster. Bin ich in so eine ganz karge Zelle gekommen. Der Typ hatte halt auch so ein, ja, mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, hatte er die
die Knast-Jogginghose sogar an. Du kriegst ja auch Klamotten von denen, wenn du keine hast. Wenn du nur das, hast, was du anhast, das nehmen sie dir weg, das kommt zur Habe, das kommt auf die Kammer. Das kriegst du am Tag deiner Entlassung zum Anziehen, weil du hast ja nichts. Nur das und dann Versorgung, also dann kriegst du vom Vollzug Klamotten. Der hat so auch im Grunde auch nur so ein Beutelchen da gehabt, so mit ein paar Habseligkeiten drin. Da auch immer mit der Hand, fast jeden Tag seine T-Shirts gewaschen und so, weil er halt nur eine oder zwei hatte, ne? Ständig hing da irgendwas auf der Heizung zum Trocknen.